Ein wunderschönen guten Tag, mein Name ist Big Shadow. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ark Survival Wolf auf der SE-Map. Heute bauen wir mal oder fangen wir mal an, die Basis ein bisschen anzubauen. Ich habe unten schon so ein kleines Grundfundament da gebaut. Gucken mit der Außenraum zu die Foundation schon mal setzte. Vielleicht ein paar Wände. Letzte Folge haben wir ja Lehm und Co. gefarmt. Ich werde jetzt erstmal hier. Ich habe jetzt ein bisschen mit Gold, Kalken gefarmt. So. Lehm. Wir brauchen erstmal Foundation. Ne, 100 brauchen wir auf keinen Fall. Ach komm, machen wir 100. Egal. Machen wir erstmal 100, das ist okay. So, wir brauchen noch ein kleines Tor. Machen wir dann auch schon mal. Und von denen könnten wir dann auch. Machen wir erstmal 20. So, in der Zeit über das Kopf kann ich die 6 schon mal bauen. Ich habe noch eine kleine Server-Einstellung gemacht. Und zwar, das war ineinander bauen kann. Das war noch nicht aktiviert. Und ich habe auch erlaubt, dass man Wasserleitung zum Obelisten hinführen kann, also hinbauen kann. Weil Wasser auf SE brauchst du. Ohne das funktioniert gar nichts. Ich bin hier jetzt schon 3 oder 4 Mal gestorben. Und das hat mich abgefuckt. Beim Farm. Allein wenn du dann jetzt weil das Tier noch mal wieder suchen musst, weil du nicht weißt, wo das Tier ist, das nervt. Richtig. So. Deshalb finde ich das okay. Wasserleitung hinbauen ist okay, aber eine Basis direkt an Oberlisten bauen, das wäre nicht so. Supi, ja gut, ja, ich bin ja nicht direkt am. Ich meine jetzt direkt auf der Plattform vom Obelisten. Da sollte jetzt definitiv nichts gebaut werden. Davor ist mir egal, aber nicht direkt direkt auf den Obelisten. Wenn Leute halt hin und her reisen wollen, dass die auch da halt dran kommen. Warum ich hier baue, auf der Stelle jetzt und nicht da oben, das ist ganz einfach, das zeige ich euch gleich. Machen wir erstmal. Okay, ich habe keine mehr. Und zwar, wenn man H gedrückt hält, sieht man Informationen, wie spät wir es gerade haben. Mein Name, Tribe, Grad, das 37 Grad haben wir es gerade oder 100% Wind. Sieht man auch, wenn man im Inventar ist. Sieht man das auch? Ja gut, hier steht 24% Wind nur. Warum da nur 24 steht, das verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Aber gut. Hier steht 100. Einmal, gehen wir mal ein Stück weiter nach da. Hier nur 24% nur. Okay. Aber fliegen wir noch mal ein Stück weiter vor. Was er da zeigt. Auch 24%. Also auf jeden Fall Wüstengebiet ist 100%, das weiß ich. 24% nur.
Das ändert sich irgendwie gerade nicht. Ah, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich da auch 100% und bei der Stelle, wo ich zuerst da gebaut habe, sind es nur 30 oder 24% und das ist für Windkraftanlagen nicht ausreichend. Da ich halt auch Windkraftanlagen bauen werde und nicht nur über diese. Guck, hier habe ich nur 25 jetzt. Oder ist es gerade? Ne, habe ich gar keinen Wind. Ist auch egal, es ist auf jeden Fall funktioniert das da. Ich denke mal, es ist auch ein schönes Plätzchen. Das Häuschen werde ich eventuell behalten. Da werde ich hinterher die Lagerhalle bauen oder so. Mal schauen. Müssen wir nochmal gucken. Aber eins nacheinander erstmal. Hier. Schön, wenn mal irgendwas richtig klappt, sofort snappen würde. Aber halt arg. Denn er kommt auch die Tage rüber. Ich bin jetzt schon eher drüben wie er. Er zurzeit. Derzeit, wo ich gerade aufnehme, ist er nicht da, ist er im Urlaub. Muss ja auch mal sein. Oder war ein Urlaub in der Zeit. Und ihr das Video seht, war vielleicht ein Urlaub schon. Weiß ich nicht, wird er sehen demnächst. Wenn er dann dazu stoßen tut. Ja. Einmal bitte snappen. Hallo? Ja, genau. Da wo du nicht hin sollst, soll ich sehen. Verarsche mich doch nicht, das Ding. Ja. Natürlich. Geht auch nicht.
Alles fertig, das ist super. Ich glaube, das war hier wieder. Da brauchen wir das nicht. Okay, mit 20 Wänden werde ich, denke ich mal, nicht hinkommen. Aber erstmal bauen. Ich weiß noch nicht so richtig, ob ich hier mit der noch weiter proben werde. Ich glaube, ich mach das noch ein bisschen größer. Foundation habe ich jetzt ja noch. Ich mache jetzt extra schon mal 4 hoch. Es ist vielleicht ein bisschen teurer zu craften, aber ich finde, das macht Sinn, das zu machen. Wenn ich jetzt einzelne machen würde, würde das sogar mehr Ressourcen kosten. Mit dem Sand, das stört mich eigentlich nicht. Da stelle ich später einfach Maschinen drüber, dann sieht man das nicht, oder Tresore oder was ich was. Daher ist es nicht so schlimm. Das soll ja nur reiner, ich denke mal, Lagerraum werden. Das schon. Oder halt für die Farm-Dinos. Stellplatz. Ich brauche aber noch ein paar. Dann mache ich auch noch 20. Kann man nie genug hinkriegen. Und was ist denn? Das ist ein kleines Teams. Machen hier jetzt auch nur das Grundgerüst. Zweite Etage machen wir dann in der nächsten Folge. Ja klar. Das war ihr Klo. Jetzt nicht mehr reinfliegen und hole gleich nicht wieder raus.
Nervig. Schade. Aber geht schon. Okay. Jetzt will ich damit hinten enden. Erstmal zu machen dann. Ein Dach über dem Kopf haben. Jo. Ich sag mal, das war's für diese Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch einfach mal einen Kommentar da. Oder einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.